Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und willkommen zurück zu einem neuen historischen Waffenguide für Battlefield 1. Auch mit dem Release von Battlefield 5 gibt es noch allerhand Waffen aus Battlefield 1, die ich euch unbedingt noch vorstellen möchte. Im heutigen Video möchte ich euch die Scout-Pistole Mars Automatic vorstellen und natürlich dürft ihr auch wieder mit der Infokarte entscheiden, welche Waffe beim nächsten Mal wieder vorgestellt werden soll. Die Waffe mit den meisten Votes wird entsprechend historisch und spielerisch vorgestellt. Über die Mars Automatic ist leider nicht allzu viel bekannt. Der Grund dafür ist die Geschichte der Pistole und wie sie im Endeffekt gescheitert ist. Die Mars Automatic wurde in den 1890er Jahren in England von Sir Hugh Gabbett Fairfax entwickelt und war damit eine der stärksten Selbstladepistolen überhaupt. Um die Mars Automatic produzieren zu können, wollte Fairfax eine Partnerschaft mit dem Waffenhersteller Webley & Scott abschließen. Webley & Scott waren zu dieser Zeit bereits einer der stärksten Revolverhersteller in England und ging die Partnerschaft mit Fairfax ein. Der erste Prototyp der Mars Automatic wurde im Jahr 1900 hergestellt und Fairfax war von diesem Prototypen so überzeugt, dass er direkt das Patent dazu einreichte. Mit diesem Patent wurde aber auch die Vertragspartnerschaft aufgelöst, da Webley & Scott mit dem Design der Waffe überhaupt nicht zufrieden war. Durch die angedachte Änderung von Webley & Scott wäre die Pistole deutlich kleiner und damit auch weniger leistungsstark auf den Markt gekommen. Fairfax zeigte aber kein Interesse, er wollte die Waffe so haben, wie er sie konzipiert hat, groß und leistungsstark, und damit war die Partnerschaft eben beendet. Ab 1901 übernahm Fairfax die Produktion selbst und stellte das Mars Automatic bis 1903 insgesamt 56 Mal her. Während dieser Zeit konnte Fairfax die Pistole mehrfach dem britischen Militär vorstellen, die allerdings jedes Mal nicht zufrieden damit waren. Die Gründe waren eigentlich immer die gleichen. Die Pistole war zu groß, viel zu schwer, der Rückstoß war viel zu stark, die Pistole an sich war einfach viel zu komplex gebaut und die Sicherheit des Schützen war einfach oft in Gefahr. Gerade bei dem Punkt Sicherheit wurde hier oft als Beispiel der einzigartige Rückstoßverschluss genannt, denn der sollte eigentlich die Hülsen mit diesem Verschluss einfach nach hinten auswerfen, sodass sie nicht im Weg stehen, aber oft sind diese Hülsen so geflogen, dass sie direkt im Gesicht des Schützen gelandet sind. Damit die Mars Automatic überhaupt eine Chance hat, in das britische Arsenal aufgenommen zu werden, sollte Fairfax unbedingt an diesen Punkten priorisiert arbeiten und diese beheben. Aber was hat er gemacht? Er hat natürlich nichts gemacht und das britische Militär hat die Lust an der Waffe verloren und 1903 war Fairfax endgültig pleite. Das ganze Projekt wurde seit 1901 mit Krediten finanziert und durch die Pleite übernahmen seine Gläubiger das Projekt und führten es unter dem Namen Mars Automatic Pistol Syndicate fort. Bis Ende 1905 wurden mehrere Verbesserungen am Design durchgeführt und das Syndikat beauftragte rund um Birmingham verschiedene lokale Waffenhersteller, die neue Version der Mars Automatic herzustellen. Auch diese Idee war einfach nicht erfolgreich und 1907 wurde das Projekt aufgegeben, weil einfach auch das Syndikat pleite war. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 81 Mars Automatic Pistolen hergestellt. Das Mars Automatic hat in Battlefield 1 eine Feuerrate von 199 Schuss pro Minute und eine Magazingröße von 10 Patronen. Bei den Modifikationen können wir bei der Mars Automatic nur die Vergrößerung einstellen, sowie ein Skin für die Waffe auswählen. In Sachen Schaden verursacht die Mars Automatic bis 14 Meter insgesamt 40 Schadenspunkte, danach sinkt der Wert ab und ab 31 Meter haben wir hier einen konstanten Schadenswert von 23 Punkten. Nachladen können wir die Mars Automatic leergeschossen innerhalb von 2,9 Sekunden und mit Restbestand innerhalb von 2,1 Sekunden. Wie ist eure Meinung zur Mars Automatic? Ist sie für euch die beste Pistole für den Scout oder nutzt ihr lieber eine andere sekundäre Waffe für die Klasse? Schreibt mir eure Meinung und Gedanken gerne mal dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Viper.